So, liebe Leute, herzlich willkommen Aber zurück zu Blick. Erwarte Befehle. Rise of the Tomb Raider. Ich weiß, dass du jetzt gern Archäologie-Zeitschriften liest, aber ich bitte dich, wenn du darin etwas eher Unerfreuliches über mich siehst, es zu ignorieren. Es gibt Leute, die meine Arbeit hier einfach nicht verstehen. Vielleicht macht sie ihnen sogar Angst. Sollen wir tun mal starke Medizin ausrüsten? Und Waffen-Upgrades haben wir aktuell auch wieder welche. Ich werde dir bald alles erklären, mein Mädchen. Die Leute, die Angst hatten, war das Trinity? Du hast es mir nie erzählt. Vermutlich spielt es auch keine Rolle. Sie haben den Weg zu mir gefunden. Jetzt muss ich mich mit ihnen auseinandersetzen. Mission halten und bereit machen. Sie ist gefährlich. Verstanden. Natürlich bin ich gefährlich. Langsam, langsam, Mädel. Zentrale, wir sind in Position und haben Sichtkontakt. Verdammt, das gibt bestimmt Ärger. Oh, Scheiße, was haben die für Geschütze? Es ist vorbei! Komm! Arschgeigen hier. Da ist noch jemand drin, man sieht halt nichts. Scheiße! Aufpassen, Leute, aufpassen. Alter, die fahren jetzt aber die richtig heftigen Geschütze aus, ey. Wie es aussieht. Ach du Scheiße! Oh mein Gott, ich würde sagen, ich lauf mal, ne? Wäre vielleicht besser. Fuck. Lauf, Mädel, lauf. Gut, da geht's noch mit Geschützen, anders läuft es nicht. Boah, das war knapp. Haben Sichtkontakt zum Ziel. Ich wiederhole, haben Sichtkontakt zum Ziel. Wir kümmern uns darum. Signatur bestätigt. Klar zum Angriff. Roger, schön. Alle Angriff. Weg hier. Fuck. Eingekreist. Ich muss vorsichtig vorgehen. Ja, würde ich auch sagen. So, langsam hoch. Fuck. Scheiße. Ich kann auch nicht so lang tauchen. Ich glaube, ich weiß nicht genau, ob sie länger tauchen kann. Aber ich glaube nicht. Scheiße. Und tauch, Mädel, tauch. Irgendwie gucken, dass die Typen... Ah, okay, sie hat jetzt so ein Atemgerät, deswegen kann sie ja... Da kann sie ja lange unter Wasser. Vorne ist wieder einer. Hätten wir auch, sehr gut. Sehr schön. Die Taktik scheint aufzugehen. Verdammt. Es dürfen doch nicht so viele sein, Mensch. Thank you.
sehr gut. Den hätten wir auch. Ich such das Gebiet. Ja, komm her. Verdammt. Damit oder einer weniger. So klappt es. Genau so klappt es. Eure Verstärkung. Na, kommt her. Oh Leute, das Spiel geht jetzt noch eine ganze Weile. Ist zwar ein bisschen langweilig auf Dauer, aber ja, man kann es nicht ändern, oder ich kann es nicht ändern. Verdammt, dass wir das wieder drücken können. So, tschüss. Na, kommt her. Du auch? Hier. So. Da ist nur noch einer. Schuss. So. Keine Chance. Ach du Scheiße. Na, der ist leider tot. Wie es aussieht. Ja, er lebt noch. Lara. Ich bin hier. Lara, hör mir zu. Nein, nicht bewegen. Wenn ich das hier nicht überlebe. Sag sowas nicht. Nein, hör nur zu. Gib dir nicht selbst die Schuld dafür. Wir alle treffen eigene Entscheidungen. Sein Ende ist nah. Nein, er darf nicht sterben.
Wir können ihm helfen. Wie? Er muss sofort ins Observatorium, zu Jacob. Sage sie jetzt, wo er schon halb tot ist. Super. So. Schau euch mal die geile Landschaft an, ey. Nur Jacob kann Jonah jetzt retten. Wir müssen ihn zurück ins Observatorium bringen. Jacob, er stirbt. Ich kümmere mich um ihn. Der Herr behütet dich. Er ist der Schatten über deiner rechten Hand. Dass dich tags die Sonne nicht steche, noch der Mond nachts. Der Herr behüte deine Seele vor allem Übel. Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang, von nun an bis in Ewigkeit. Drückt auf die Wunde. Macht ihn bereit. Jacob, Sie sind angeschossen. Sie sind es. Nicht wahr? Der unsterbliche Prophet. Ich spüre Schmerzen. Ich kann verletzt werden. Ich bin ein Mensch, dem kein Tod vergönnt ist. Und die göttliche Quelle? Ich entdeckte sie vor langer Zeit. Sie ist real und unglaublich mächtig. Aber sie ist nicht göttlich. Sie haben sie angelogen. Über Generationen. Ich bin nicht stolz darauf. Aber ich tat es zu ihrem Schutz. Einst nutzte ich die Quelle, um meine Armeen unsterblich zu machen. Aber das war ein furchtbarer Fehler. Sie meinen die Krieger im Archiv? Als Feinde Kitesh angriffen, begruben die Unsterblichen die Stadt unter dem Eis der Berge. Tausende starben. Sie begingen eine Gräueltat, um die Macht zu behalten. Trinity wird das auch tun. Aber mit weit schlimmeren Folgen. Das sind nicht Sie. Der Mann, den ich jetzt kenne, würde seinem Volk nie schaden. Verstehen Sie nicht? All das ist mein Werk. Und es muss endlich ein Ende haben. Vater! Sie kommen näher! Sie bahnen sich mit Gewalt einen Weg ins Eis. Dann haben wir schon verloren. Nein. Irgendwie muss man sie aufhalten. Jacob, auf der Karte war ein Geheimgang in die Stadt verzeichnet. Der Weg der Unsterblichen. Das ist zu gefährlich. Uns läuft die Zeit davon. Sie wissen, dass ich jetzt nicht aufgebe. Wenn wir Trinity verlangsamen, haben wir vielleicht eine Chance. Ich greife sie mit unseren Truppen auf dem Eis an. Dann sofort. Öffne den Weg. Aha. Das ist schon mal ein geiles Versteck. Wenn Sie bereit sind, gehen Sie durch den Eingang unter dem Observatorium. Ich werde mich um Ihren Freund kümmern. Geothermales Tal. So, liebe Leute, das seht ihr dann aber in der nächsten Folge, wie wir den Pfad der Unsterblichen begehen, um die göttliche Quelle zu finden, beziehungsweise um Trinity aufzuhalten. Und wir haben jetzt gerade erfahren, dass die göttliche Quelle gar nicht göttlich ist, sondern einfach nur extrem mächtig.
Ja, und das seht ihr dann in der nächsten Folge von Rise of the Tomb Raider. Schaltet wieder ein. Und ich sag vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.